Hallo und willkommen zu einem WhatsApp-Video. Ja, was gibt's Neues bei mir in meinem Kanal und überhaupt an News? Wie ihr seht, fleißig kommen die Videos, auch wenn es meistens Pickup-Videos sind. Ich habe noch andere geplant, aber es gibt auch so ein paar Umstrukturierungen bei mir privat, sodass man viel aussortiert habe. Ich habe mich viel auf die Sachen vorbereitet, wo ich jetzt gleich euch die Termine nenne. Und wenn man beruflich feststeckt, dann kann es sein, dass man natürlich etwas ausführlichere Videos oder Themenvideos, die ich gerne noch machen möchte, wie mein Robot Points oder mein Transformers Robot Points Video gerne noch machen. Das ist alles immer am Anfang, das ist alles vorbereitet, aber ich muss die Ruhe finden oder auch möchte ich noch ein paar andere Transformer Figuren, die ich so habe, speziell vorstellen. All das ist noch in Planung und diese Flohmarkt-Videos und so weiter, die sind natürlich etwas schneller abgedreht, weil da zeige ich euch nur die Pickups und ja, so liegt, so geht es eben halt dann voran. So, fangen wir an, mal stückchenweise nochmal abzuarbeiten. Was gab es Neues? Zum einen natürlich, dass ich jetzt auf der CMC, der Comic Manga Con in Hamburg war. Das fand in der Fabrik statt, jetzt am 12. August. Das Video, das verknüpfe ich euch hier, das ist jetzt schon online, wo ich auch so ein bisschen was, ein paar Eindrücke, ich habe nicht viel aufgenommen. Ich habe auch gezeigt, was ich da gekauft habe und das war eine sehr schöne Convention und mehr, wie gesagt, in dem Video. Da hättet ihr mich treffen können und deswegen habe ich vergessen oder ich kam nicht dazu, dieses Video vorab zu drehen. Lag auch daran, dass bei mir im Haus eine Wohnung renoviert wurde und immer wenn ich frei hatte und Video machen wollte, dann wurde mit der Bohrmaschine gearbeitet und ihr könnt euch vorstellen, das macht gar keinen Spaß, dann ein Video aufzunehmen, weil man irgendwo immer Nebentöne hat. Egal, jetzt ist Sonntag, jetzt kann ich das aufnehmen. Eigentlich ist das sogar vor einem Pickup-Video. Ich habe hier schon, das werdet ihr ein anderes Mal sehen. Die ganzen Pickups vom Flohmarkt, die werde ich sozusagen hier im Anschluss dieses Videodrehs dann aufnehmen und dann irgendwann präsentieren, wenn nicht irgendwann, ihr werdet das auch bald sehen. Naja, wie dem auch sei. So, was steht an? Was ist aktuell da? Wo ich bei Flohmarkt-Videos bin, nochmal zusammengefasst. Ich wurde da nochmal angehauen, warum ich keine Live-Videos zeige. Da sage ich ganz einfach, ich mache es aus verschiedenen Gründen nicht. Zum einen, ich bin im Hamburger Bereich unterwegs und viele dieser Flohmärkte wollen das absolut nicht. Das steht auch angeschlagen bei vielen Flohmärkten, dass sie bitte keine Videoaufnahmen wollen. Natürlich kann man mal Fotos machen, man kann mal das Handy zucken. Das mache ich auch viel zu selten eigentlich. Ich habe heute, wo ich am Flohmarkt war, habe ich überlegt, ein, zwei Sachen, die ich fotografieren können, einfach mal so als Highlight zeigen. Vielleicht sollte ich mir das angewöhnen, das auch mal zu machen. Also wie gesagt, es wird nicht gewünscht. Das ist das eine und es ist, der Hauptgrund ist aber auch, ich kann mich da nicht so auf das konzentrieren, was ich suche. Und ich musste dann ja auch mal mehr achten, was nehme ich auf. Und ich bin auch kein Freund, ich wiederhole es nochmal, von Schrittaufnahmen, Fußaufnahmen oder von Aufnahmen, die einfach nur auf den blöden Fußboden zeigen und man sieht nicht, was ist. Wenn ich Aufnahmen machen möchte oder würde, dann möchte ich, dass man mitschaut, damit man mitsehen kann, was man da durchsucht und so weiter. Aber genau deswegen mache ich es nicht. Deswegen zeige ich euch die coolen Flohmarktfunde und das mache ich auch weiterhin. Aber darum geht es ja auch eben halt und das finde ich auch immer spaßig, wenn ich mit euch darüber diskutiere, was ich gefunden habe, an tollen Highlights und wie dem auch sei. So, das ist der Punkt Flohmarkt und was steht denn noch an? Und jetzt kommen die Termine. Jetzt habe ich jetzt ganz aktuell und ihr werdet jetzt dieses Video an einem Mittwoch finden und in ein paar Tagen danach findet am 26. August, ja genau, die Toyplosion statt. Hier habe ich nochmal die Toyplosion. Da bin ich, bin ich vor Ort. Ich fahre runter nach Castrop-Rauxel, das sind da so über 500 Kilometer, die ich dahin fahre und freue mich auch viele zu treffen. Ich treffe viele YouTuber-Kollegen und ich treffe auch viele Sammler-Kollegen. Da freue ich mich wirklich, dass da sind 1800 Quadratmeter voll Private und Händler mit Stuff von Retro-Toys. Ich weiß noch gar nicht was. Es gibt sogar Ausstellungen von irgendwas mit Jurassic Park und von Mattel. Ich weiß gar nicht, ob ich alles überhaupt filmen kann. Ich werde versuchen, ein paar Eindrücke zu machen und hoffe, das klappt alles so. Ich freue mich da schon sehr, auch viele zu treffen, wie den Bürgermeister. Ich grüße dich, den Martin, den Ultimate Player. Ich grüße dich auch. Und den Peter Pitendo, der das gemacht hat, die Kampfmaschine und wer noch alles da ist. Ich vergesse jetzt natürlich viele, aber ich freue mich, euch alle da zu treffen.
Ich hoffe, ich treffe euch da und da werde ich auch eine ganze Menge mit dabei haben an Stuff. Auch ich habe auch viel Retro-Stuff, was ich loswerden möchte und habe mich da speziell eben halt ein bisschen, habe auch viel Stuff eben halt an Retro-Zeug. Und in dem Fall habe ich mir gedacht, zum Beispiel auch jetzt, wo ich die CMC hatte, ich habe immer meinen Stand gefilmt, ich zeige den ein bisschen ausführlicher. Und wenn ihr da draußen, die da zuschauen, vielleicht daran seht, Mensch, das ist etwas, was ich suche und ihr wisst ja, ich verkaufe es dann, schreibt mich gerne an. Nicht unbedingt jetzt hier in die Kommentare, sondern ihr könnt mich auch via Facebook da über die Short-Review-Seite anschreiben. Auf der Short-Review-Seite selbst ist auch eine Info@Short-Review-Mail, da könnt ihr mich auch anmailen und einfach nachfragen, wie es da aussieht. Ich gebe die ganz normal ab und das wäre deswegen, damit ihr seht, was ich meine, hier jetzt der Clip von meinem Stand von der CMC. Ihr seht, vielseitig, anders kann ich das gar nicht beschreiben. Und ähnlich wird es bei der Toyplosion sein, aber das, was ihr da jetzt gesehen habt, entspricht nicht der Toyplosion. Das ist ja Manga und Comic auch viel, dadurch habe ich das angepasst. Ein paar Filme dabei, gut, die werde ich wahrscheinlich auch mitnehmen. Hier werde ich noch ein bisschen mehr Toys haben. Ich habe auch ein paar alte Transformers-Figuren und richtig so Retro-Stuff, die werde ich speziell mitnehmen. Deswegen variiert das, ne? Von Börse zu Börse, ich muss mich anpassen. Ja, also wie gesagt, 26.08., da bin ich vor Ort und werde mit euch, ja, hoffentlich mich unterhalten, austauschen und ich bin mal gespannt, was ich mir da überhaupt kaufen werde. Ich weiß es nämlich selbst noch nicht. Bin völlig begeistert. Ein paar Sachen nehme ich von Sammlerkollegen mit, das weiß ich jetzt schon, aber das werde ich euch dann in dem Video zeigen, was ich zur Toyplosion machen werde. Aber das ist noch Zukunftsmusik, deswegen keine Ahnung, wie es abgeht. Das wird ein Heidenspaß. Nächster Termin. Ich habe noch zwei weitere Termine hier sogar stehen, wo was noch ansteht. Also am 16. September, 16.09., das ist ein Samstag, müsste das auch sein, findet die Retro Games Con in Soltau statt. Das ist eine Retro Games Börse. Hier in Hamburg leider findet keine mehr statt, oder dachte ich jedenfalls. Aber das ist jetzt die nächste, die irgendwo war. Anstatt sonst war es immer wirklich eine Retro Börse, auch hier direkt in Hamburg. Die fand bisher jetzt nicht mehr statt und da habe ich mich entschieden, mit meinem Bruder zusammen nach Soltau zu fahren. Soltau ist von mir gut eine Stunde entfernt, das ist alles noch im Rahmen. Und wir haben gesagt, wir probieren es mal aus. Und da werde ich natürlich mit einem anderen Stand stehen, da habe ich viele Games. Und wenn ihr jetzt gesehen habt, für die CMC, da habe ich ja gar nicht so viele Games dabei. Und deswegen werde ich zwar auch variieren, ne? So ist das eben, ich kann meinen Stand schön variieren, ich habe genug Stuff von allem etwas und da werde ich viel mit Hauptaugenmerk auf Games natürlich vor Ort sein. Ja, also wie gesagt, am 16. September, 16.09. bin ich dort. Ja, und dann diese Woche, ganz aktuell vor ein paar Tagen, also das andere habe ich schon länger geplant, habe ich erfahren, dass auch wieder ein Retro-Games-Flohmarkt auf der Polaris in Hamburg ist. Ja, Polaris, googelt mal mein Video, das ist vom letzten Jahr, da war ich auch auf der Polaris und diesmal bin ich auch wieder vor Ort. Die Polaris findet von Freitag bis Sonntag statt, am 13.10. bis 15.10. am 14. und 15. beide Tage lang. Von 10 bis 18 Uhr sogar, ist dieser Retro-Games-Flohmarkt. Und beide Tage werde ich vor Ort sein, zusammen mit meinem Bruder. Und wir werden ja eine Menge Games verkaufen. Wir haben also so viele Games auch dabei und ich werde auch ein paar Toys dabei haben. Ich bin mal ganz gespannt, wie das wird. Das war beim letzten Mal schon richtig spaßig und da fand es nur an einem Tag statt. Und also wie gesagt, erstmal 26.08. diese Woche, also in zwei Tagen, Toyplosion,
Dann am 16.09. Retro Gamescom in Soltau und am 14. und 15. Samstag und Sonntag bin ich auf der Polaris in Hamburg. Das ist ja auch viel ein großes Games-Event, Manga-Event, Anime-Event. Das ist ja alles da. Das ist Hauptaugenmerk auf Games, auf, ja, wie kann man sagen, Let's Player sind da, sind YouTuber, es sind auch ganz große YouTuber, wo ich noch gar nicht mitmische, wo ich hier nur der Unbekannte bin. Mich denkt man da gar nicht. Ja, gut. Das sind diese Sachen, die mit den Terminen zusammenhängen. Und was gibt es sonst noch Neues? Was mache ich sonst noch? Ja, ich mache nicht dicke Backen. Ich mache natürlich für Short Review immer noch ein paar Reviews, die ihr da lesen könnt, wie von den drei Fragezeichen und so weiter. Ansonsten, natürlich habe ich meine reguläre Arbeit, wo ich auch fleißig immer dabei bin. Aber aktuell bin ich noch an einem Projekt mit dabei. Das könnt ihr bald auch sogar lesen. Und zwar hat sich das ergeben, dass ich für den PlayStation Collectors Club, da ist dieses Resident Evil 4 D-Make erschienen. Das ist für die PlayStation 1. Also D-Make bedeutet, wie würde Resident Evil 4, die klassische Version wohlgemerkt, nicht das Remake, wie das zurückgesetzt auf der PlayStation 1 aussehen würde. Das ist dann das Spiel, das ist erschienen. Und ich habe für dieses Projekt einen Roman beigesteuert. Ja, ihr hört richtig, einen Roman. Hier ist er. Mein Resident Evil 4 Roman. Der ist nicht vollständig, das ist nur der Anfang. Also der Anfang der Geschichte, der ist wirklich dann geschrieben, wirklich volle Seiten. Ja, also die Geschichte, wie Leon versucht, die Präsidententochter Ashley Graham zu retten. So, das ist eben das Booklet, was speziell hier beigelegen ist. Und ich habe beschlossen, daraus ein PDF zu machen. Also ein PDF war es schon, aber ich mache es ein bisschen buchartiger. Ich bin gerade dabei, es umzudesignen. Das wird auch gratis veröffentlicht. Und das könnt ihr dann auch lesen. Also ich werde dann ich weiß noch nicht genau wo, also bitte dann verfolgt am besten auch meinen Instagram-Kanal. Da werde ich in den Stories das dann auch veröffentlichen, wie es ist, beziehungsweise ich werde auch auf der Facebook-Seite von Short Review, werde ich diese News dann bringen, wie das PDF zu lesen ist. Ja, und wie gesagt, nicht nur das am PDF habe ich komplett gearbeitet, dass ihr es lesen könnt. Wie gesagt, es ist nur der Anfang. Sondern ich schreibe natürlich auch weiter. Ich möchte den ganzen als Roman veröffentlichen. Und der wird auch gratis sein und zum Download als PDF. So schön eben halt versucht, ein bisschen Design reinzubringen. Einfach gratis, einfach weil ich Bock drauf habe. Wie gesagt, das ist das aktuelle Projekt. Ich halte euch bei Short Review, am besten auf der Facebook-Seite und auf meinem Instagram-Kanal werde ich euch auf dem Laufenden halten. Links dazu sind in der Beschreibung. Ja, und das war schon das WhatsApp-Video. Ich werde gleich weiter mit einem Flohmarkt-Video machen. Also Videos werden weiterkommen. Ich versuche es so oft ich kann. Und auch immer versuche ich zweimal die Woche das einzuhalten. Ja, und das war's. Ich hoffe, ihr hattet Laune bei dem kleinen Talk und Let's Talks werden übrigens auch wieder kommen. Ich habe da schon zig Themen vorbereitet und ich musste nur auch wegen der Baustelle bei mir im Haus, musste ich warten. Ich konnte nichts aufnehmen. Aber das kommt, ich habe da schon einige Themen vorbereitet und ich freue mich mit euch darüber zu sprechen und auch 5-Videos werden wieder kommen. Also das soll es jetzt gewesen sein. Teilen, liken, abonnieren und kommentieren. Sprecht mit mir. Ne? Wir halten uns auf dem Laufenden. Ansonsten, ich wünsche euch einen schönen Tag weiterhin. Hallo, ich bin Sascha von Short Review und vom YouTube-Kanal Martin Carter Production. Transformers G1, Battle Beast, Mask, Star Wars, Captain Future, die drei Fragezeichen, Tim und Struppi. All diese prägten meine Kindheit und ich sammle davon bis heute. Und deshalb freue ich mich auf die Toyplosion, denn wo vereinen sich Nostalgie, Retro und Kindheitserinnerung besser? Und ich hoffe, eine ganze Menge schöne Stücke für meine Sammlung zu finden übrigens. Ja, und auch Gespräche zu führen mit Freunden und Sammlern und mit dir. Wir sehen uns auf der Toyplosion.